Hallo und herzlich willkommen zu meinem Part 2 von meinem Star Wars Battlefront 3 Unofficial Let's Play. So, im letzten Part habe ich euch die ersten drei Klassen des Imperiums vorgestellt und werde heute die drei hier spielen und vorstellen. Gut, wir beginnen mit dem imperialen Ingenieur. Als Primärwaffe hatte die Shotgun und als Sekundärwaffe eine Zeitbombe, die wir ja schon bei dem Sand Trooper hatten, genau. Gut. Wie immer beim CP3. I am calling you! Das ist der Scharfschütze von den Rebellen übrigens. Und direkt wieder tot. Gut, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu kurz, also spielen wir nochmal mit dem imperialen Ingenieur. Das ist die Zeitbombe hier. So, okay. Dieses Spiel wurde übrigens in der Unreal Engine 3 programmiert, die Open Source ist. Naja, die Free Version ist Open Source. Und wahrscheinlich wurde das hier mit der kostenpflichtigen Version programmiert. Gut, wir machen weiter mit dem imperialen Offizier. Als Primärwaffe hatte der den Pitbull Rocket Launcher und als sekundäre Waffe gar nicht. So, kann man hier? Ne. Okay, wieder beim CP3. I am calling you! I am calling you! Boah, da kommt wieder. Ich habe einen erwischt. Juhu. Und schon wieder tot. Aber ich denke, ihr habt es jetzt gesehen. Das ist nicht so besonders, dass ich den jedes Mal nehmen würde. Also ich kann entweder den Stormtrooper oder den Scouttrooper empfehlen. Gut, wir machen weiter mit dem Bounty Hunter oder auch Kopfgeldjäger. Als Primärwaffe hatte den das Repetition Rifle und als Sekundärwaffe gar nicht. Oh, jetzt weg. Es gibt immer so ein paar Minuten, in denen das Spiel so dermaßen leckt. Oh. Das ist trotzdem nicht mehr. Ja, einmal. Ich glaube, ich spiele nochmal als Scout-Rufer, weil von dem hat man in der letzten Episode ziemlich wenig gesehen. Zeitbombe. Ah, ne. I am calling you! Versuche ich da so an der Seite wegzusnipen. Und bin tot. Gut. Dann wäre es das für diesen Part. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit und bis morgen. I am calling you!